Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Agrarservice der Familie Chaos, zusammen mit meiner wundervollen Frau. Hallo. Und du bist fleißig beschäftigt. Ich habe hier eine Aufgabe, Feld grubbern. Ja. Aua. Vorsicht. Beziehungsweise wir beide und Gülle verteilen, das machen wir jetzt mal bei dem Feld. Genau, Gülle fahre ich im Anschluss drauf. Ich lasse dir ein bisschen Vorsprung, weil ich nicht genau weiß. Also ich glaube, die Arbeitsbreite ist mehr als 6 Meter bei meinem... Das weiß ich nicht. Gülle, ich habe das stehen lassen da vorne. Ja, deswegen warte ich noch. So, aber warte mal, lass mich mal ganz kurz was gucken in meinem schlauen Büchlein. Das war nämlich... von wem das Grubbern ist. Ich habe Wiesenmähen, Thomas Pilz haben wir fertig. Dann hatten wir vom Fendgamer ist das Grubbern. Ah, okay. Ja. Moment, da waren Maschinen vorgegeben. Mhm. Sehe ich gerade. Der 780er Fend ist aber leider schon im Gebrauch. Den haben wir nämlich hinten an dem Gülleteil dran. Ja. Also ist er indirekt auch dabei. Und wir haben jetzt hier unsere MB-Trucks nochmal genommen. Ich hoffe, das ist okay. Aber du hast ja, glaube ich, den 718er, ne? Ja. Welcher genau. Grubber war von ihm vorgesehen? Amazone Katros 6002. Das ist die, die du dahinter hast. Okay, dann wollte er noch einen Fendt 820 Vario. Aber das ist doch... Ne, wir haben einen 718er. Ah, das passt, das ist okay. Gut, dann würde ich sagen, nee, das passt schon. Das ist okay. Wie es passt. Die Scheiße muss ja, auf dem Acker, die Scheiße genau, muss auf dem Acker. Wir haben ja hier die Aufträge so ein bisschen vermischt. Miteinander. Ja. Weil wir eben hier Gülle fahren noch als Auftrag haben. Wir haben Grubbern als Auftrag und dann haben wir gesagt, machen wir hier ein bisschen ineinander, miteinander. Dass wir das hier relativ schnell erledigt bekommen, weil wir müssen ja eigentlich auch schon bald wieder weiter, ne? Wir haben noch was zu tun. Wir haben noch ein paar mehr Aufträge, ja. Genau. Wir müssen auch unbedingt morgen müssen wir sowieso, also wir müssen sehen, dass wir heute so gut es geht vorankommen, weil wir müssen eigentlich morgen mal ganz kurz auf die Kandelin auch wieder. Okay, was steht an? Stream. Ja, aber in Arbeiten. Arbeiten in der Kandelin? Da steht ja dann das an, was wir jetzt gerade machen. Also ich habe ja jetzt natürlich keinen Auftrag für, sondern da fahren wir für unseren Hof hin. Mhm. Ja, aber wir haben ja noch, vorgestern war es schon, ne, wo wir geschumpfen wurden, dass wir ja unbedingt mit unseren Aufträgen hier vorankommen sollen, ne? Naja, da wurden wir so ganz fies angegangen, ne? Naja, nicht ganz. Nee, ich versuche schon, das vorzubereiten und zu organisieren und miteinander. Ich meine, das ist halt immer, wenn wir einen Auftrag bekommen, gruppert mal das und das Feld. Und da steht zum Beispiel noch Frucht drauf. Ja. Oder erntet das Feld so und so ab und das ist gar nicht angesehen. Dann muss ich ja auch hingehen und das vorbereiten. Richtig. Zu meiner normalen Tätigkeit, die ich ja tagsüber auch noch habe. Und das ist manchmal nicht ganz einfach, aber ich bemühe mich. Ich bin stets bemüht. Die Dinge machst du aber auch sehr gut. Ja, die Großaufträge müssen wir dann auch nochmal besprechen mit dem Lohnunternehmen. Genau. Können wir dann eigentlich auch demnächst mal tun. Das stimmt. Dass wir die auch noch bearbeitet bekommen. War das jetzt Absicht, dass du eine Bahn hast stehen lassen? Ja, weil ich der Schwenker war zu groß. Ich bin nicht rumgekommen wegen dem Haus. Verstehe. Kommen aber gleich wieder hoch. Eben mal kurz Kackpause. Also Gülleausbringpause. Ja, Kackpause. Also ich hoffe, dass es okay ist, dass wir hier andere Maschinen nehmen, dass da jetzt keine Beschwerde kommt. Oder zum Teil, dass ein Traktor wegfällt, sagen wir es so. Es ist ja nur der 820 Vario. Ja, das dürfte normal kein Problem sein. Den wir jetzt ersetzt haben. Aber der
820 Vario oder 720 Vario? 820. Ihr solltet dann quasi auch den gleichen Grubber kriegen. Dass wir beide grubbern, genau. Okay. Aber eben weil wir ja auch noch genau am gleichen Feld einen Düngeauftrag haben. Ja. Den Gülleauftrag, deswegen hatte ich ja gesagt, komm, dann verbinden wir das miteinander. Ich finde das auch gut. Ja. Ist ein bisschen interessanter. Ja, vor allen Dingen Düngeaufträge könnten wir ruhig auch öfter mal haben. Davon haben wir sehr, sehr wenig. Mal außergewöhnliche Aufträge, ja, doch, das könnte mal kommen. Alles bis auf Holz. Pappeln zum Beispiel könnt ihr uns auch mal geben. Baumwolle könnt ihr uns auch geben. Ich glaube, hast du das John Deere Cotte DLC? Ich weiß gar nicht. Baumwolle hast du, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, da muss ich echt gerade passen. Ja. Ich meine schon, selbst wenn nicht, aber ihr könnt uns auch gerne mal mit dem John Deere aus dem Cotte DLC einen Auftrag geben. Burgau DLC haben wir, das andere DLC haben wir. Also ihr könnt uns mit allen Maschinen und gerne auch mal Pappeln oder Pelletpressen, Strohbergungs-Addon haben wir natürlich auch beide. Also gebt uns, was ihr wollt. Und auch auf den Maps, die ihr wollt. Ich meine, fangt jetzt nicht an, Baumwolle irgendwie auf einer Vierfach-Map auf einem ganz riesen Feld anzusehen. Das wäre ein bisschen arschig von der Verarbeitung. Da müssten wir dann sagen, das lehnen wir ab, weil da müsst ihr wahrscheinlich mit 50 Baumwollerntern drauf. Aber so jetzt hier zum Beispiel, wenn ich es jetzt hier hinter Kaifeck zulassen würde, Baumwolle wäre auch was. Zuckerrohr könnt ihr theoretisch uns auch mal sagen. Mit Maschinen, gar kein Thema. Also was ihr möchtet. Theoretisch, wenn ihr die richtige Map findet, ich weiß nämlich jetzt gerade nicht, wie sie heißt, könnt ihr uns auch Reis ernten lassen. Da gibt es eine schöne Italien-Map, glaube ich. Ja, wie erntet man Reis? Ich denke mal hier im Spiel mit dem Drescher. In Reel hast du so ein... Obwohl, in Reel ist es auch, aber das ist so ein kleiner Drescher mit Raupe, so ein ganz kleiner. Mhm. Klaas stellt die ja her. Die eigentlichen Reisernter. Aber es gibt bei Forbidden Mods gibt es einen New Holland. Und... Entschuldigung. Und dieser New Holland hat Reisreifen, also Pflegebereifung für Reis. Das sind dann solche kleinen Metallscheiben als Reifen. Okay. Also von daher wäre auch möglich. Also eigentlich alles, was ihr möchtet, was der LS hergibt. Alles, was ihr möchtet und was der LS hergibt, könnt ihr uns eigentlich als Aufgabe setzen. Ja, das stimmt. So. Aber ich würde sagen, so ganz große Aufträge im Moment nicht, weil die haben wir. Da müssen wir erstmal schauen, dass wir die unterbringen, die zwei, drei. Ja. Normale Aufträge. Ja, so normal, so die wir beide gut bearbeiten können. Das wäre nicht schlecht. Genau. Oh, ich glaube, ich muss gleich Gülle nachholen. Reicht das noch für die Bahn? Ich hoffe. Nein, reicht nicht mehr. Ich fahre mal nachtanken. Okay. Oh, der Klang von dem B-Truck ist einfach nur genial. Ja. Der ist so geil. Lohnt sich jedes Mal mit dem wieder loszufahren. Ja. Aber ich glaube, das Feld, das kriegen wir fast noch durch, du. Ja, warum nicht? Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ich beeile mich schon. Ich hole schon neue Fuhre Gülle. Okay. Der B-Truck ist auch ganz flott unterwegs. Ja, die 34 braucht doch dann auch Gülle als nächstes, ne? Die brauchen 32, 33, 34 und 37. Okay. Die brauchen alle Gülle. Ah, das passt. Weil ich habe gerade gesehen, wir sind gerade an der 34 vorbei, die ist auch so gut wie bereit dafür. Okay. Ja, war ja gerade noch drauf zu vorbereiten, hast du gesehen gehabt, ne? Der ja. Ist riesenteil. Ja. Ah, unser Deutsch steht hier noch mit den Schläuchen. Ja.
Ja, für den nehme ich dann für die anderen Felder. Wenn ich hier durch bin mit dem Grubbern, dann nehme ich den für die anderen Felder. Ja. Nur die steht mir gerade ein bisschen im Weg. So, jetzt müsste ich den ja hier eigentlich. Einmal Gülle bitte. Ich sehe schon, es läuft. Ja, es läuft in den Tank, es läuft. Ist schon halb voll. Die Kacke. Und das Konto halb leer. Neu. Da geht einiges rein, 22.000 Liter, ne? Stell dir vor, das wäre ein Tank. Ui, am Auto. Mit 20.000 Liter, Entschuldigung. Also wenn du 20.000 Liter und dann am besten für 561 Euro, wenn du dafür 20.000 Liter Benzin tankst oder Diesel, Respekt. Ich glaube nämlich nicht, dass du damit hinkommen würdest. Achso, übrigens, ich hätte heute tanken sollen, ne? Warum? 1,05 Euro. Ernsthaft? Diesel. Boah, das ist aber echt extrem günstig. Das sind ja fast alte Preise. Ja, aber ganz ehrlich, haben sie auch schon im Radio gesagt, weiter sinken wird der Preis nicht. Und wir werden auch niemals Geld bekommen beim Tanken. Also quasi, weil der Ölpreis ist extrem gesunken. Ja. Das heißt also, du bist eigentlich, eigentlich auf dem Wege hin, dass es noch günstiger wird. Aber irgendwann mal wird es halt einfach nicht mehr günstiger, weil du ja trotzdem pro Liter Steuern zahlen musst. So, das heißt, diese Steuern berechnen sie ja natürlich, ist ja logisch. Deswegen wirst du niemals Geld ausgezahlt bekommen vom Benzin, sondern musst immer zahlen. Gut. Ja, da muss ich immer an unsere Tankstelle in Italien denken. 1,56 der Diesel. Ja, oder in der Schweiz war es, glaube ich, auch, ne? Da war das auch so teuer. Ja, da war es auch so teuer. Da ist der, glaube ich, sogar noch drüber gegangen. Ja. Das war heftig, ja. Ja, das war echt nicht ohne. Das war auch so, Schluck, okay. Diesel wäre mal vollgetankt. Weiß ich noch. Ja. Aber es ist in Italien, überall war der so teuer, ne? Ich glaube, ich habe da auch nie irgendwo gesehen, dass der wirklich mal billiger war. Deutlich billiger. Nein, also auf dem Weg nach Folonisa. Da war eine links am Straßenrand, da war auch getankt. Ich glaube, die war ein bisschen günstiger. Aber ansonsten waren die Reihe weg so teuer, ja. Ja, stimmt. Stimmt, die eine war wirklich günstiger, ja. Bin ich wieder da? Ja, ich bin schon wieder da. Ich war schon wieder kacke. Ich habe schon wieder 25% raus. Oh. Ja, das geht fix hier. Der Kunde wünscht eine schnelle Bearbeitung. Okay. Wobei eigentlich das vom Kunden schlechterum gewünscht wurde, weil normalerweise ist es so, dass du kannst hier mit diesem Schwanenhals, den ich habe, kannst du ja Gülle, darfst du ja noch ausbringen. Mhm. Aber du darfst sie nur ausbringen, wenn du sie innerhalb von 4 Stunden auch einarbeitest. Mit dem Schwanenhals. Mit den Schleppschläuchen, wie am Zündhammer. Da kannst du die Gülle auch liegen lassen, aber mit der Schwanenhalsausbringung musst du innerhalb von 4 Stunden das Ganze einarbeiten. Ja, weißt du, ob wir das schaffen? Ich wollte ja nicht hier mit der Direktsaat drauf als nächstes. Ja, weiß ja nicht, wann der drauf will. Das ist nicht unser Problem. Okay. Wir haben ihm gesagt, zur Mittagszeit im Dorf kriegt er die Gülle hier drauf. Ja, ich denke, die werden dann nachher gleich kommen und ansehen. Apropos Mittagszeit, was gibt's heute zu essen? Nix. Ah, das ist gut. Was gibt's dazu? Ich lade dich in die Dorfkneipe ein. Beim Wirtshaus zum Noah? Ja, zum Mittagstisch. Ah. Da gibt's bestimmt was Leckeres. Also in einer guten Stunde?
Mhm. Ja, da sind wir hier aber auch durch. Ja, mit dem Feld hier schon. Ich glaube, mit dem Rest noch nicht. Nee. Ja, Igitt. So. Ich glaube, ich muss auch nochmal nachholen. Ich glaube, ich schaffe das Feld gar nicht mit der einen Füllung hier. Ja, mit der zweiten Füllung. Das schaffst du nicht. Ich habe noch 40% im Tank. Wenn du jetzt einen Helfer mit der Gülle drauf schickst, Helfer kauft nach, so wie er es bei der Saat macht, macht er das bei der Gülle dann auch? Das kannst du ihm sagen, dass er kaufen soll, ja. Fährt er dann oder füllt sich das von selber wieder auf? Das füllt sich dann von selbst aus. Also wenn der Helfer anfängt, zu einem Silo oder zu einer Verkaufsstelle zu fahren, das wäre cool. Ah, Schocke. Ja. Auch eine Sache für den LS21. Ja. Setzt einen Helfer aufs Feld und wenn er leer ist und Sachen braucht, fährt er eigenständig zu deinem Hof zurück, wenn du die Sachen natürlich am Lager hast, Saatgut und sowas, und füllt die auf. Wenn du es nicht hast, dann bleibt er einfach stehen. Ja, wenn du Triggerpunkte hast und die gefüllt sind, dann kann er ja dahin. Das wäre cool. Ja, das stimmt. So, 13% noch. Oh je, ja gut, da musst du aber nach Minimum noch einmal. Einmal muss ich noch, ja. Ja. Aber das Schöne ist, du hast dann halt immer den Vorsprung. Ja. Ne, das passt. Also von der Schnelligkeit her passt das. Ja. Haben wir jetzt einen guten Abstand. Jetzt bist du gleich wieder leer und dann hole ich den Vorsprung wieder rein. Genau. Du hast ja, das wird jetzt bei dir auch kürzer, die Bahn. Ja. Oh, der schafft die Bahn nicht mehr. Oder? Nein, leer. L. Ich bin ja mal wie ICH. Okay. Einmal runter und einmal wiederholen, einmal wieder rauf. Ich glaube, wenn du den ganzen Tag mit dem MB-Truck fährst, hast du abends auch einen Gehörsturz. Der ist schon laut. Aber du siehst ja viele, auf den älteren Maschinen, viele Landwirte mit Gehörschutz. Ja. Aber es ist halt, die sind halt cool, aber teilweise wirklich laut. Ja. So, ich habe das Feld gleich fertig. Die nächsten machen wir dann zusammen, dann hole ich den anderen. Ja. Mit dem Güllefass und dann können wir die zusammen ausbringen. Oh, das ist dann super. Haben wir das hier gegrubbert, zwar mir nicht mit dem richtigen Traktor. Ich hoffe, man verzeiht es mir. Aber der war dabei. Er war indirekt dabei. Und der richtige Grubber habe ich. Das ist ja schon mal gut. Ja, schon mal die Hauptsache. Ja. Oh, hab eine Laterne erwischt. Hoffentlich fällt es dem Buckligen nicht auf. Ja. Was? Wenn es nachts dunkel bleibt. Ja, ich habe aus Versehen die Laterne gerade gestriffen mit dem Anhänger. Ah ja. So. Einmal bitte frische Schiete. Läuft. Liebe Leute, das soll es mit der heutigen Folge schon wieder gewesen sein. Wir beide sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr bei uns beiden ein Abo, Daumen hoch, Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wünschen wir euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen, je nachdem, wann euch das Ganze anschaut, und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao.